Herzlich willkommen zur 76. Folge. Sorry, bei dem Felix. Hallo. Hallo. Bist du so müde, dass du es jetzt nur noch so langsam sagen kannst? Nee, ich war gerade noch am Überlegen. Was hast du denn? Wenn der Schuppen ja morgen fertig ist. Das sollte heute schon fertig sein, oder nicht? Nee, die fange ich erst heute an zu bauen. So war was, ja. Aber dann würde ich meine Fässer heute gar nicht mehr voll machen, also die jetzt schon fertig sind. Richtig. Das ist voll irritierend, dass man dadurch, dass man jetzt halt nichts dauerhaft verkauft gefühlt, dass man die ganze Zeit denkt, oh, ich hab so, mach so wenig Geld aktuell, aber vermutlich, wenn man einmal alles verkauft, wird man 150.000 oder so immer. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das 150.000 bei mir werden. Es wird viel, aber es wird keine 150.000. Ich gehe jetzt mal im Moment von 80.000 aus. Der einzige Unterschied halt zu sonst anderen Jahreswechseln wird sein, dass diesmal keiner von uns beiden einen übertrieben großen Vorteil haben sollte. Das sollte der erste Monat sein, wo wir einigermaßen gleich auf sein. Vermutlich. Weil du bist jetzt eigentlich deutlich näher dran an mir als sonst. Alles andere als einigermaßen ausgeglichene Einnahmen würde mich sehr irritieren, zumindest. Oh, mal abwarten, was uns da gleich erwartet. Ich wäre fertig. So, das haben wir fertig. Das. Wie lange brauchst du noch grob? Ich habe jetzt gerade mal schnell meinen Weizen. Dann renne ich einmal abgehen zum Community Center, dann sehen wir wenigstens, was fehlt. Ja. So, dann kommen wieder 12 weitere Heuballen da rein. 182. Na gut, wir müssen ja dann einmal noch die ganze Geschichte leer machen. Richtig. Zumindest im Winter halt, oder wenn es halt kurz davor ist, voll zu laufen, wenn man noch immer was zu ernten hat. Deshalb ist es vermutlich eigentlich fast so am besten, wenn du dein Zeug nicht unbedingt direkt da reinwirfst, sondern erstmal eine Kiste parkst. Ja, gut, du kannst es ja rausholen, ja. Ja, aber es ist am Arsch der Welt von meiner Position aus. So, das bringen wir noch runter. Bist du da eigentlich irgendwelche Bonis oder sowas? Oder Geschenke, wenn du das Zeug abgibst? Wenn ich es abgebe, nicht, nein. Später gibt es aber bald Geschenke oder Bonis. Also ich werde auf jeden Fall mal dann meine ganze gemischte Saat einmal an. Ja. Mal anbauen. Was da rauskommt. Also jedes Mal, wenn da unten steht Bündel komplett, dann bekommt man eine Belohnung. Und du bekommst halt, wenn das Ganze, alle Bündel in einem Bereich voll sind, bekommst halt die Belohnung, die unten drunter steht. Was gibt das? Ich habe jetzt für das eine Bündel gerade 20 Geschwindigkeitswachs-Ding-Bumsens bekommen. Du kannst übrigens, ich glaube, du hast so viele Belohnungen hier noch hinten drin, von denen du vermutlich gar nicht weißt, dass du sie bekommen hast. Ich habe noch nicht eine Belohnung da rausgeholt. Ich weiß, deshalb sind hier tausend Sachen, die du von denen du vermutlich nichts weißt. Ich habe zum Beispiel gerade eine Recycling-Fabrik oder Maschine bekommen, ne? Ja, toll. Ich habe keine Zeit einzulaufen, Mann.
Lass mich damit in Ruhe. 520 Holz, 550 Holz brauche ich. Robin? Robin, hallo, kannst du morgen Stall bauen? Nicht für dich. Robin? Robin, willst du Weizen haben? Ach, im Bau, okay. Überlege halt, was besser ist, ob man mehr auf Einmachgefäße geht, aber eigentlich sind halt die Fässer deutlich besser, ne? Also Wein ist im Normalfall bei fast allen besser, ja. Es gibt halt nur ein, zwei Produkte, wo wirklich die Einmachgefäße besser sind. Ich glaube, Blumenkohl ist eins, wo es knapp besser ist. Aber sonst, gibt's da aber nicht so viel. Das Problem ist halt, dass die Sachen auch ein bisschen, zumindest was halt die Saateffizienz angeht, verfälscht werden dadurch, dass wir das Problem haben, dass wir hier auf einer komplett anderen Schwierigkeit mehr oder weniger spielen, ne? Weil wir ja irgendwas eingestellt hatten, dass die Sachen weniger wert sind oder sowas. Und dadurch ist alles ja ein bisschen verzogen, aber. Ja. Also ich bin fertig. Ich denke ich eigentlich auch, ja. Gut. Ich, Alter, es ist viel zu früh am Morgen auf dem Wochenende hier, ey. Inzwischen noch nicht mehr, ne? Ja, trotzdem ist es noch viel zu früh am Morgen. Es regnet. Schon wieder? Ja, es regnet. Ich glaube, es sind 4 Regentage oder sowas garantiert in jeder Jahreszeit. Was für uns ein Problem inzwischen darstellt, ja. Oh, meine Blaubeeren sind nochmal fertig. Wie schön, freu dich, du deine auch. Wuhu! Blaubeeren, wuhu! Yay! Blaubeeren, wuhu! Oh, warte mal hier, mein Haus ist fertig. Heißt aber im Normalfall, dass man Mais auch noch einmal kommt, bevor Season wechselt. Und heißt im Normalfall auch, dass das letzte Mal wachsen war von denen. Heißt es, dass der Mais noch einmal kommt und sonst halt nur noch im Herbst Sachen. Also sind wir langsam Ende vom Sommer angekommen, sei froh. Ja, nee, ich hab keinen Bock auf Schnee schieben. Nee, da kommt erst Herbst, du meinst eher Blätter sammeln oder sowas. Hier Weizen, 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 noch mehr Weizen, noch mehr Weizen, noch mehr Weizen, noch mehr. Alter. Noch ein Flashbang. Mais, 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 noch mehr Mais, noch mehr Mais. So, jetzt bist du vermutlich bald bei 2000 Blaubeeren. Ich habe noch nicht mal angefangen, Blaubeeren zu ernten. Ich muss das mal als andere ernten. Ey, mir hat der Blitzens einen Sprengler abgesniped. Was soll denn die Scheiße? Der einzig große Vorteil ist, man weiß, dass seine Tiere rumrennen. Das ist doch auch noch nicht. Heißt aber auch, dass wir morgen 16 Weizen weniger haben. Wobei wir da jetzt mittlerweile eigentlich echt gut schon vorgesorgt haben. Wir haben jetzt knapp an die 200.
Ich hab's gleich. Kein Stress. Ich hab hier noch 8 Eier zu verarbeiten. Ja, da muss ich aber auch noch hin. Also kannst du mal in die Mine gehen. Ich habe auch noch ein paar Sachen zu machen. Was ist da auf der Mine? Hier unten ist auch alles voll. Du kommst auch nicht mehr hinterher, oder? Vor allem, wenn man da solche Probleme hat wie dein Inventar ist voll. Mann, du hast echt Probleme, ey. Die würde ich auch gerne nicht haben. Aber ich bin jetzt zumindest von 100 auf 137 Weizensaat jetzt mittlerweile schon gekommen. So super. Das heißt, es kommen jetzt nochmal 8 Heu wieder dazu. Ich glaube, das Silo ist aber jetzt fast voll. Das glaube ich nicht. Weil du gerade was ausgenommen hast, oder wie? 197 von 240. Achso, es sind 240 Kapazität. Ich dachte, das hätte 200 nur. Mein Fehler. Sick, das sick. Das weg. Nee, das noch. Also Gelee ist angeblich besser bei Amaranth, Antischocke, Rübe, Senfkohl, Blumenkohl, Mais, Aubergine, Straußfarn, Knoblauch, Bohne, Grünkohl, Pastinake, Kartoffel, Radieschen, Tee, Tomate, Reis, Süßkartoffel und bei Früchten bei Aprikose, Brombeere, Blaubeere, Peperoni und Lachsbeere. Allerdings ist es bei Blaubeere und bei Aprikose identisch vom Preis her. Außer, dass es halt bei dem Einmachen schneller geht. Du kannst aber halt bei Wein im Normalfall die dann halt noch höhere Qualität machen, wodurch es dann wieder mehr wert wäre. Bla bla bla, habe ich gerade noch verstanden. Das ist schön, ne? So, ich habe jetzt... Wollen wir rechnen? 155 Gold, plus 237 davon, plus 791 davon, plus 999 davon. Macht 2182 von diesem verkackten Scheiß Blaubeeren. Wann, wie und wieso? Beim besten Willen. Niemals. Ich habe immer noch nicht meine ganzen Preise mehr weg, ne? Ja, das ist super. 8 Stück bin ich immer noch da. Ich könnte theoretisch gesehen jetzt schlafen. Ja, schön. Dann geh doch schlafen. Dann wartest du aber noch. Ich muss noch mal in den Duschall. Ist noch nicht mal. Hallo Kuh. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Inventar ist voll. Lecko mio, jetzt muss ich für die 8. Kuh extra mal... Was ein Lappen hat kein Inventarplatz. Du hast nicht mal genug Futter da draußen liegen für deine Kühe. Das ist viel trauriger gerade in der ganzen Geschichte. Was? Du hast nicht mal genug Futter draußen liegen für deine Kühe. Das ist viel trauriger in der ganzen Geschichte. Ja, das muss ich gleich noch machen. Soweit war ich noch nicht. Mann, ey. Was machst du den ganzen Tag? Arbeiten. Davon merkt man nichts. Mann, ey. Ja, welche Kuh waren das jetzt? Die war's nicht. Die auch nicht. Wer
wäre vorteilhaft gewesen, wenn man sich den Namen vorher angeguckt hätte, dann könnte man jetzt den Namen wieder raussuchen, ne? Offensichtlich gar keine. Hm. Lauf doch nicht weg. Ne. Ach, scheiße. Erstmal das Weizenhaken. Oh. Wahnsinn. Morgen verkaufen wir, ne? Ich verkaufe zumindest morgen, ja. Ob du morgen verkaufst, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum mein Inventar so voll ist. Ich habe noch die ganze Ernte im Inventar. Ich meine nicht nur Blaubeeren, die ich weggepackt habe. Ich wäre im Bett. Jo. Ich auch um 20 Uhr. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Warum habe ich Gold? Ich frage am besten gar nicht. Ach nein, stopp. Jetzt laufe ich schon wieder raus. Falsche Richtung. Ich muss ins Bett. Gute Nacht. Oh. Absoluter Wahnsinn, ey. So, damit ist mein Mais nochmal eine Runde fertig. Juhu. Zum Glück ist es das letzte Mal Mais. Nicht. Zum Glück gibt es ja Mais nochmal im Herbst. Kannst deine Kühe bitte leiser im Stall melken vielleicht? Das ist ja eine Zumutung, ey. Vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Diesmal habe ich acht. Freut mich aber sehr für dich, dass du es geschafft hast, mal bis 8 zu zählen. Muss mal kurz von angehen bei dir. In deinem komischen Ding da, in dem Schuppen. Was willst du da so sehr spannend? So viel habe ich da noch bisher noch nicht geändert. Den habe ich nach da vorne gesetzt. Okay. Ach so, verkaufen. Du sagst 150.000. Ich hoffe es. Ich glaube das bei weitem nicht. Weiß nicht wieso, aber ich glaube es nicht.
Meinst du, man braucht noch einen zweiten Schuppen? Irgendwann? Irgendwann bestimmt, ja. Was macht dich daran so sicher? Der Fakt, dass, wenn ich mir das so ganz angucke, würdest du vermutlich ab irgendeinem Zeitpunkt auch gerne mal noch mehr Tiere haben, wenn du dann die obere Seite halt aber so vollgeklatscht hast, so im Endeffekt. Was halt die Frage, also theoretisch gesehen hast du ja das Problem, dass wenn du auf der oberen Seite noch mehr Tiere machst, dass dir irgendwann halt die Fläche ausgeht für Gras. Das heißt, du kannst an der oberen Kante vielleicht noch einen Stall dazusetzen, der wird dir dann aber schon fast die Haare vom Kopf fressen, sodass du halt das Problem haben wirst, dass du, Voraussetzt, man macht im Herbst komplett Weizen. Richtig. Dann könnte das echt wunderbar laufen. Aber dann hast du halt das Problem, dass du im Normalfall dein Weizen nicht verarbeiten wirst. Das heißt, du brauchst im Endeffekt ab irgendeinem Zeitpunkt halt, verarbeitest du vermutlich vom Sommer die ganzen Sachen einmal kurz innerhalb von einem Monat oder was weiß ich, wie lange das dann dauern würde. Und dann bist du auch schon gefühlt fast fertig. Oh, hier ist noch eine Blaubeere. Das ist super. Wobei ich glaube, ich könnte doch ein bisschen hochliegen. Das Problem ist halt, es ist so scheiße schwer einzuschätzen wegen den 50%, die wir glaube ich nur bekommen. Also ich denke, 50.000 sollte ich bekommen mindestens. Problem ist bloß, ich kann halt absolut null den Wert von allem einschätzen. Ich bin der Meinung, 150.000 ist. Es wird, also mit normalen Preisen bin ich bei 150.000, aber wir sind halt nicht bei normalen Preisen. Und das ist das Problem. Richtig. Könnte bei einem Mario jetzt langsam mal fertig werden. Das rein. Bin echt mal gespannt, was gleich kommt. Ich auch. Abgesehen von Folgenende vermutlich, so wie ich uns kenne. Ja gut, aber das fahren wir auch noch in die Folgen rein. Hallo, was bist du denn für einer Cliffhanger? Du musst doch die Leute animieren, deine nächste Folge zu gucken. Also ich wäre theoretisch, denke ich, soweit. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ja. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, fuck. Komplett verrechnet. Ups. Was hast du? 80k. 59k. Beziehungsweise 83, wenn man es genau nimmt. 59.110, wenn man es genau nimmt. Meine Mario sind 44.500. Die goldene, 1000 für die
Normale, aber normale werde ich jetzt nicht mehr bekommen. Blumenkohl für 28.000 und Erdbeerwein für 2,52, also 6.550. Also am meisten Kohle habe ich bekommen für die 150 goldenen Käse. Das war ja Und klar. 31.000. Der gibt 207. Der Wein gibt 112. Der Erdbeerwein, also Preiselbeerwein. Erdbeerwein gibt 180. Ich bekomme halt mehr als du. Wegen meinem Skill. Wegen dem Handwerksskill. Ich bekomme 40% drauf. Ja, ist doch super. So, gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.